Also ich glaube, das, was uns passiert ist, ist, glaube ich, noch niemandem sonst passiert. OGs werden sich freuen. Clickbait sein Vater? Nein, es hat nicht mal ansatzweise was mit Clickbait zu tun, Digga. Also passt auf, wer kann sich an den legendären Stream erinnern, wo wir auf Narco City eine Linda angetroffen haben? Genau, Habibi. Oh, yeah. Eins in den Chat, wer sich erinnern kann. Alles klar, passt auf. In diesem Video, das blenden wir wahrscheinlich nochmal hier ein, weil daraus machen wir natürlich ein Video. In diesem Video sind wir ja dorthin gegangen, in einen Puff, ja, und die arbeiten ja dort im Puff. So. Und jeder, der so ein bisschen Grips in der Birne hat, ja, weiß ja, GTA-RP bedeutet Grand Theft Auto, angelehnt an das Spiel, und das RP steht für Rollenspiel, Roleplay. Du schlüpfst also in eine Rolle. Die Dame arbeitet ja nicht in Real Life in einem Puff, sondern schlüpft nur in die Rolle einer Prostituierten. Ist doch auch in Ordnung. Kann ja jeder machen. Ist doch gar kein Thema. So, ich natürlich bin ja dort mit meinem Charakter hingegangen, ne? Mit meinem Hamudi. Und hab da jetzt mein Ding so gebracht. Ne? So, alles klar. Und ihr habt natürlich gesehen, wie gefangen die waren und wie kaputt die dort waren und wie derbe die dort ausgerastet ist. Und gleichzeitig gab es ja auch Leute, die ihren Livestream verfolgt haben. Das ist auch nochmal das Witzige, ne? Die verfolgen ja auch ihren Livestream. Also es gibt so viele Zeugen für diesen Vorfall. Und in diesem Livestream, ja, also jeder, der bei mir war und da war, der weiß auch ganz genau, was passiert ist. Ja, ich mache mich drüber maximal lustig. Jeder Mensch, der auch was in der Birne hat, der kann eigentlich nur über so etwas lachen. Aber das Witzige kommt jetzt noch, okay? Diese Person hat mich ja in ihrem Livestream während des Rollenspiels OOC beleidigt. Bin ich da irgendwie drauf eingegangen? Nein. Habe ich zurückbeleidigt? Nein. Ich habe einfach mein Roleplay gemacht. Nebenbei habe ich mich über ihr Verhalten in ihrem Livestream natürlich lustig gemacht. Wir wurden dort als Bastard beleidigt, Bastarde, ja, und nicht nur ich, sogar mein Chat wurde beleidigt, als Idioten, als Gehirn amputiert oder was weiß ich nicht alles. So, wir haben uns einfach nur drüber lustig gemacht. So, ich streame, ich mache YouTube-Videos, wir lachen hier. Das ist ja nur Theater. Wenn ich IC dort reingehe und zu ihr sage, du kleine Kachper, yeah. Mache ich das ja nicht OOC? Mache ich das ja nicht OOC? Alles Mögliche, du warst sogar richtig nett. Ja, Digga, ich kann mich doch nur bedanken bei dieser Person dafür, dass sie uns so wilden Content gegeben hat und mein Chat auch noch sich amüsiert. Warum soll ich die beleidigen? So ist, guck mal, diese, also damit ihr eins versteht, ja, damit ihr eins versteht. Jeder einzelne dieser Personen, die dort schreien, ausrasten, mich OOC beleidigen oder sonst was, diese Personen sind für mich Personen, mit denen ich nicht mal an einem Tisch sitzen würde. Ich würde keine Unterhaltung mit ihnen führen, so über was weiß ich. Wer aufgrund, also wer sich dazu entscheidet, in eine, also ein Spiel zu spielen, in welchem es darum geht, in eine Rolle zu schlüpfen, in nebenbei in dem Spiel, welches gefühlt das kriminellste Spiel der Welt ist, wo es gefühlt nur um Kriminalität geht, aber hinter dem PC aufgrund satirisch verpackten Äußerungen in einer Rolle komplett ausrastet, der kann für mich nicht mehr so ganz gerade sein, Digga. Also ganz gerade sind diese Leute nicht, okay? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da unseren Spaß gemacht. Haha, hihi. Und jeder, der mein Content verfolgt, weiß natürlich auch, dass ich das Ganze immer wieder schön zusammenschneide, auf YouTube hochlade. Ich lade das Ganze dann schön auf YouTube hoch. So, und. Wo jetzt? Ich fordere ja dazu mal auf, ey Leute, abonniert diesen Kanal hier und da. Und jeder, der meine Videos guckt, sieht ja auch sehr oft in den Kommentarfeldern, unter den Kommentaren, wie ich dazu auch auffordere, bitte abonniert diesen Kanal. Und da habe ich aus Spaß reingeschrieben, wer möchte, dass ich sie noch mal besuche, liked dieses Video und abonniert, ja? Bei so und so viel, ich weiß nicht mal, bei 2000 Likes oder so habe ich das reingeschrieben. Und die hat das gelesen, ne? Und die sagt zu einer Mittelperson, ja? Also die so zwischen uns beiden steht, so neutral ist. Ey, der hat das sogar reingeschrieben, hier bei 2000 Likes will er mich wieder besuchen und so. Also maximal getriggert, Bruder. Maximal getriggert. Obwohl diese Person, ja? Also es geht hier um Linda H. Um die Streamerin Linda RLP. Jeder, also der Name ist okay. So, ich kenne auch ihren Nachnamen, alles gut, aber
Ich sag den Namen Linda H. So. Diese Person, ich habe ja die noch gefragt, ne, die Linda RLP auf Twitch. Darf ich dieses Videomaterial verwenden? So, und jetzt Chat, ohne dass ich was jetzt hier sage. Was hat sie gesagt, Digga? Was hat sie gesagt? Alle, die bitte nur alle, die dabei waren, Digga. Wie viele Zeugen haben wir, Alter? So, das haben wir ja sogar auch noch mit ins Video reingeschnitten. Also ein paar Zeugen haben wir da. Die wissen's. Die waren da live dabei, Digga, als sie uns sogar noch diese Erlaubnis dazu gegeben hat, ne? Also wortwörtlich hat sie gesagt, dann soll er es doch verwenden. So als ob es ihr scheißegal wäre. Es ist ihr ja egal. Ist mir doch egal. Soll er es doch verwenden. Das war ihre Zustimmung, Digga. Alles klar, okay. Aber da ich ja die Leute so ein bisschen einschätzen kann, da ich ja so ein bisschen... Ich habe schon ein bisschen Menschenkenntnis, ja. Ich habe ja so ein bisschen Menschenkenntnis. Und ich wusste ganz genau, diese Person ist getriggert. Ist aber nicht mein Problem, Digga. Ein Spielerspiel nicht, fertig. Diese Person ist maximal getriggert. Und ich wusste ganz genau, die wird Filme machen. No, guck mal, Normal hat sogar ein TikTok hochgeladen, ja. Ein TikTok. Er hat einen Clip benutzt, aus dieser Situation hochgeladen. Digga, sie hat das wegen Urheberrechtsverletzungen striken lassen. Das TikTok wurde entfernt, Bruder. Die hat sich richtig Mühe dafür gegeben, ne? Die hat da so ihre Daten reingeschrieben, wie sie heißt und wer sie ist und so. Und, Digga, voll krass, Digga. Und dann ging das in diese Schiene, du bist ein frauenfeindlicher Mensch. Und ich meinte so, stopp. Guck mal, da musst du jetzt mal kurz anhalten, okay? Da musst du jetzt mal auf anhalten. Ich bin nicht frauenfeindlich. Du merkst doch gerade, dass ich hier mit dir ganz anders rede, ja? Ganz, ganz, ganz anders rede, als wie in dem Spiel. Ich bin gerade nicht in meiner Rolle dort. Also deswegen rede ich doch ganz normal mit dir. Wie kommst du darauf, dass ich ein frauenfeindlicher Mensch bin? Ja, nee, das ist trotzdem frauenfeindlich. Hör mal, der Charakter, ja, aber ich als Person nicht. Und sie besteht drauf, nein, du bist frauenfeindlich. Ich so, hör mal zu. Wenn ich frauenfeindlich sein sollte, ja? Wenn ich wirklich ein frauenfeindlicher Mensch bin, von was ich mich komplett distanziere, dann bist du eine Karte, Digga, dann bist du eine Schlampe, fertig. Ganz einfache Geschichte. Wenn ich frauenfeindlich bin, dann bist du eine Schlampe, was soll der Scheiß? Ja, und dann, ja, siehst du, guck mal, wie du redest. Ich so, wie redest du denn? Du sagst zu mir, ich wäre ein frauenfeindlicher Mensch, was soll der Scheiß? Ich sag dir immer noch die ganze Zeit, nein, ich bin nicht frauenfeindlich. Was, Digga, hä? Ich hab nichts gegen Frauen, was soll ich gegen Frauen haben, Digga? Ich bin verheirateter Mann. Digga, hä? So, hör auf, so eine Scheiße über mich zu labern. Nein, du bist frauenfeindlich. Ich so, okay, wenn ich frauenfeindlich bin, dann bist du eine Kach. Fertig, Digga. Bruder, ich hab gemerkt, das ist so... Kannst mit der nicht reden, Alter. Das ist einfach nicht möglich. Das geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich, mit der zu reden. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, Digga? Die versucht mich gerade hier zu verarschen. Jetzt drehen wir den Spieß um. Dann haben wir kurz... Also Sigi hat sich dann eingemischt, meinte, ey, okay, das geht. Also wir machen jetzt mal Pause hier, weil ihr werdet gerade beide emotional. Und dann sind wir beide erstmal raus aus dem Call. Und ich dachte mir so, Digga, die will mich verarschen, Alter. Die kommt hier rein und will mich verarschen und will mir einen Stempel aufdrücken. Du willst mir einen Stempel aufdrücken, Digga, obwohl ich ganz vernünftig und normal mit dir rede. Okay, Bruder, gar kein Problem. Und dann bin ich wieder in den Chor gegangen und dann habe ich natürlich eine Rolle mir angeeignet, wo ich so meinte, ey, Linda, du hast, glaube ich, recht. Du hast, glaube ich, recht. Das geht gar nicht. Das ist ja wirklich frauenfeindlich, ne? Also, ja. Meinte, ja. Ich meinte, Linda, es tut mir leid. Es tut mir leid, du hast... Also, ich möchte mich erstmal bei dir entschuldigen. Auch gerade, wie ich mit dir geredet habe. Es geht ja mal... Nee, du hast recht. Ich habe mich jetzt hier gerade ein bisschen beruhigt und nachgedacht und habe mich ja gar nicht wiedererkannt. Ich habe mich hier gar nicht wiedererkannt. Wie kann man denn so... Ey, das... Nein. Also, Linda, du hast recht. Das macht man nicht. Und deswegen, ja. Ich überdenke mein... Ich werde mein Content überdenken, ja. Ich werde mein Content überdenken. Und das hat der voll gefallen. Das hat der richtig gefallen. Sie meinte, ja, das wird endlich auch mal Zeit, weil es ist nicht schön, verletzt damit Menschen. Ich denke mir so, und ich wollte sie in diesem Moment fragen, hast du dann Schmerzen, wenn dich einer im Spiel schlägt? So, hä? Digga, what the fuck, Alter? Aber ich dachte mir, nein, 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 komm, spiel die Charade mal mit, Alter. Dann meintest du, ja, wollen wir einen gemeinsamen Stream machen? Sie meinte, ja, gerne. ich werde demnächst streamen, ja, okay. Dann komm mit rein, dann reden wir miteinander und ich werde dann beim Chat, und ihr habt es mir auch abgekauft. Und ihr habt's mir auch abgekauft, Digga. Nein, naja, ihr habt's mir abgekauft, Digga. Ihr habt es mir abgekauft. Als der Tag dann kam, ne, ich glaube, sie hat so 2-3 Tage da, also zwischen dem Call und dem Stream sind dann so ein Tag oder 2 Tage vergangen und da kamen einige Leute auf sie dann höchstwahrscheinlich zu, die so ein bisschen mehr Gehirnzellen haben und ihr dann gesagt haben, ey, das kann der nicht ernst meinen.
Das kann der nicht ernst meinen, ne? Das meint der nicht ernst und geht da nicht mit in den Stream. Und da kam, dann ging ja auch so eine kleine Glühbirne auf. Oh ja. Ja, stimmt, ne? Dann ist sie auch nicht in den Stream gekommen. Und dann habe ich euch aber den Call ab. Dann habe ich euch den Call abgespielt. Und wir haben uns maximal drüber amüsiert. Ganz ehrlich, was glauben diese Leute alle, wer sie sind, Digga? Die müssen mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität mal wieder geholt werden. Okay? Wir haben uns darüber maximal amüsiert, haben gut gelacht und damit hat sich die Sache für mich erledigt. Wer der Meinung ist, er muss mir OOC Hassreden vorwerfen, dann möge er bitte mit einem vernünftigen Beweis kommen. Ja? Dann möge diese Person mit einem vernünftigen Beweis kommen, weil das ist nicht schön, Digga. Ganz einfache Geschichte, das ist nicht schön. Ich rede ja nicht so, wenn ich zum Beispiel Fortnite spiele oder Apex spiele, so rede ich ja nicht. Da rede ich ja ganz anders. Und wenn ich irgendwann mal so reden sollte, dann kündige ich das vorher an. So, für mich war die Sache damit erledigt. Heute gucke ich in meinen Briefkasten und bekomme Post von der Polizei aus Oldenburg. Ich habe Post von der Polizei aus Oldenburg bekommen, Bruder. Und ich sage euch mal, was da mir vorgeworfen wird. Bevor ich jetzt hier irgendwelche Daten leake. Sehr geehrter Herr Hügel, gegen Sie wird folgendes Ermittlungsverfahren geführt. Tatvorwurf. Ihnen wird vorgeworfen, die Geschädigte auf mehreren sozialen Medien öffentlich diffamiert und beleidigt zu haben. Beleidigung, Paragraph 185 und Urheberrechtsverletzung. Tatzeit war im Januar. Ist ja schon eine ganze Weile her, Digga. Was für ein Ding? Bruder, das ist ja eine witzige Tatzeit. Tatzeit vom 28.01. bis Mittwoch, den 5.04. Bruder. Also hier steht irgendwie, keine Ahnung, Bruder. Also, ja. Das steht hier so drin. Also vorgeworfen wird mir Beleidigung und Urheberrechtsverletzung, Digga. Und ich denk mir so, Digga, als die bei der Polizei war, also entweder müssen die der das irgendwie, also wenn die das Video gesehen haben, dann müssen die ja gesehen haben, dass das in einem Spiel sind. Vielleicht haben sie aber auch nicht ganz begriffen, ja, weil nicht jeder Cop spielt ja auch GTA RP, dass das im Zusammenhang eines Spiels ist, ja, und zweitens, wenn sie das Video wirklich gesehen haben, dann müssen die ja gesehen haben, wie sie ja mich beleidigt hat. Sie hat doch dann mich beleidigt. Oh, sie nicht im Spiel. Also, hä? Also deswegen, also ich denke mir so, Bruder, was geht in den Köpfen dieser Menschen vor, Alter? Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Das ist also geisteskrank. Geisteskrank. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ihr werdet niemanden in der GTA-RP-Szene antreffen, der wegen GTA-RP in Real Life eine Anzeige bekommt. Aufgrund einer IC-Handlung, Bruder. Also das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, und deswegen, ja, ich wurde angezeigt wegen GTA-Rollenspiel. Dann könnt ihr mal sehen, Digga. Dann könnt ihr mal sehen, was ich alles für euch in Kauf nehme. Ich muss ins Gefängnis, damit ihr lachen könnt. Mach ich gerne, kein Thema, Digga. Beschuldigter Herr Hamudi Abbas. Ja, Digga! Ja! Eigentlich müsste ich da reinschreiben, entschuldigen Sie mal. Da reden Sie aber mit dem Falschen. Das war Hamudi, nicht ich. Digga, unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also ganz ehrlich, Bruder, ich hab mir so gedacht, soll ich das dem Anwalt geben? Nee, ich kann das eigentlich auch selber machen, weil, Digga, also es geht nicht. Es ist maximal... Es ist durch, Digga, es ist durch. Dann habe ich mit einem Kumpel drüber gesprochen, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte. Und der meinte, Digga, schick mir mal den Brief. Ich gebe das meinem Anwalt, der macht das. Ich so, Bruder, eigentlich habe ich da Bock drauf, ne? Ich habe da Real Talk Bock drauf, Digga, eigentlich. Ohne Witz, ja? Mal vor Gericht zu gehen und ich will sehen, was so ein deutsches Gericht aufgrund dieser Sachlage entscheidet. Ich schwöre dir, ich... Meine das so scheiß ernst, Digga. Ich gehe da mit erhobenem Haupt raus. Digga, das ist nirgendwo passiert. Wegen einem Spiel. Digga, wegen einer Rolle. Das ist genauso, als würde Jamie Foxx Leonardo DiCaprio anzeigen, weil Leonardo DiCaprio im Film ihn die ganze Zeit mit dem N-Wort beleidigt und ihn knechtet. Und ihn beleidigt. Bruder, bei Gott, ohne Scheiß, so eine Scheiße habe ich noch. Also sowas habe ich nicht erlebt, Digga. Und ich verspreche euch, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ne? Also, ja, ein Ermittlungsverfahren wegen Urheberrechts... Also, Bruder, also, Real Talk, ne? Also, imagine, stell dir mal vor, Bruder, ne? Stell dir mal vor, du gehst in den Knast. Ja, sagen wir mal so, keine Ahnung.
für einen Monat oder so. Knackis reden ja alle miteinander so, ne? So, ja, wegen bist, was bist du hier? Ja, ich habe jemanden zusammengeschlagen. Ja, ich habe den, ich habe Raub gemacht. Der eine hat einen Mord begangen und hier. Wegen was sitzt du hier? GTA RP. Digga, hä? Wie kann man so... Also du spielst ein Spiel, Digga, und du hast dich in diesem Spiel dazu entschieden, einen Puff zu betreiben, in welchem du auch arbeitest. In diesem Spiel kommt ein hinterwäldlerischer Araber zu dir und bummst dich so ein bisschen an und beleidigt dich auch. Du beleidigst die Person hinter diesem Charakter mit Beweis, Digga, in deinem Livestream, beleidigst den zu Tode fast, gibst dem auch noch die Einwilligung, das Ganze benutzen zu dürfen und rennst dann zur Polizei. Und ich frag mich, Real Talk, wenn ein Polizeibeamter, also wenn sie in eine Wache rein, sie meinte, sie ist zur Polizei gegangen, die hat das nicht online oder so gemacht. Ich frag mich, Real Talk, was für ein Cop muss da sitzen, Digga? Ey, Digga, das ist, ey, wirklich, das ist geisteskrank. Geisteskrank. Und ja, ich zieh dieses Ding durch. Da habe ich richtig Bock drauf. Und mal gucken, was die Staatsanwaltschaft aus Oldenburg dazu sagt, Digga. Ich lass mich halt überraschen. Und dann, wenn's vor Gericht kommt, Digga, dann kommt's halt vor Gericht. Und ja, dann schauen wir mal weiter, Digga. Salamu alaikum. Ah. Ja, ich bin ein Simp, Digga. Anikis Artak, Charmota, Herbe, Emma. Elendiger, dreckiger Hund. Die Waschmaschine ist im Schleudergang. Kommst du her? Echsen in Berlin auf Beton. Bei denen Frauen sind Tiere, Hunde. Ich darf nicht mit dir reden. Ja, ich bin ein Simp, Digga. Willkommen im Super.